und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Soundcore hat den neuen Boom 2 vorgestellt, ein mobiler Bluetooth-Lautsprecher, der trotz seiner kompakten Größe ordentlich Bass mit sich bringt. Gleich nach dem Intro alle Infos zum neuen Boom 2 und dann gibt es natürlich auch eine Soundprobe. Viel Spaß beim Zuschauen! Für die treuen und aufmerksamen Zuschauer unter euch, ich werde hier im Laufe des Videos einen solchen neuen Lautsprecher an euch verlosen. Ich habe das Gerät wie gewohnt unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt und dort findet ihr auch einen Rabattcode. Mit diesem Rabattcode kostet der Boom 2 derzeit 99,99 €. Ich bin der Meinung, dass der Kaufpreis fair gehalten worden ist für das, was man an Ausstattung letzten Endes bekommt. Angefangen bei der Verarbeitung, die einen wertigen Eindruck hinterlässt. Auf der Oberseite des Gerätes befindet sich ein massiver Tragegriff, um den rund 2 kg leichten Lautsprecher noch besser mitnehmen zu können. Gerade wegen seiner kompakten Größe ist der Boom 2 ein idealer Begleiter, wenn man unterwegs auf guten Klang setzen möchte. Die Maße nicht zu klein, sodass die Soundqualität darunter leidet, aber auch nicht zu groß, so lässt sich der Lautsprecher noch gut in einem Rucksack verstauen. Zusätzlich ist der Boom 2 nach IPX7 Standard wasserfest. Das heißt, Regen, sogar der ein oder andere Tauchgang. Kann dem System nichts abhaben. Für die RGB-Lichtfanatiker unter euch, links und rechts vom Gerät befinden sich LED-Einheiten, die unterschiedliche Lichtanimationen visualisieren. Mithilfe der Soundcore-App, die es für Android und iOS gibt, lassen sich auch unterschiedliche Lichtanimationen einstellen. Dazu muss natürlich der Boom 2 über Bluetooth mit dem Smartphone verbunden sein. Dann geht man hier auf den Lichtreiter und kann dann hier auswählen. Blitz, Blitzlicht oder auch Flamme. Das wird dann direkt am Lautsprecher eingestellt und zusätzlich hat man die Möglichkeit, hier auch nochmal die Helligkeit der LED-Einheit einzustellen. Ihr habt es eben gesehen, es lassen sich auch Audio-Einstellungen vornehmen. Unter dem Reiter Audio gibt es einen Equalizer. Es gibt voreingestellte Soundprofile, die man auswählen kann. Oder benutzerdefiniert dann selbst einstellen kann, je nachdem, welche Musik man gerne hört. Und wie sich der Klang dann letzten Endes auch anhören soll. Ich habe eben das Produktgewicht von 2 kg erwähnt. Die 2 kg kommen auch nur zustande bei der kompakten Größe, weil im Lautsprecher ein Akku verbaut ist, sodass man sich unterwegs bis zu 24 Stunden lang von seiner Lieblingsmusik beschallen lassen kann. Und ja, diese 24 Stunden Laufzeitangabe, die Soundcore selbst macht, unter idealen Bedingungen. Ich denke, es versteht sich von selbst, wenn das Gerät unter Volllast ballert, dann kommt man niemals auf diese 24 Stunden Laufzeit. Aber nichtsdestotrotz sind viele Stunden Musik mit einer Akkuladung drin. Und wer möchte, kann dank einer zusätzlichen USB-Typ-A-Schnittstelle auf der Rückseite ein USB-Kabel anschließen, um den Lautsprecher als Powerbank zum Beispiel zu verwenden. Aber kommen wir mal zum wichtigen Part und das ist bei einem Lautsprecher nun mal der Klang. Der Boom 2 ist ein 2.1 System. In der Gerätefront sitzen zwei 10 Watt Lautsprecher, die für die Höhen zuständig sind, sowie ein 40 Watt Subwoofer, der für die Bässe zuständig ist. Die Gesamtleistung beträgt hier also standardgemäß 60 Watt. Betätigt man aber den Bassknopf auf der Oberseite des Lautsprechers, so wechselt das System in den Bass-Up 2.0 Modus und boostet die Leistung von 60 auf 80 Watt. Es gibt zwar gleich die besagte Soundprobe, aber mir ist bewusst, dass dieses Video auf den unterschiedlichsten Geräten angeschaut wird. Das heißt, der Klang über YouTube wird bei euch anders ankommen, als ich es mit meinen Ohren vor Ort wahrnehme. Deswegen versuche ich jetzt mal das Klangbild des Boom 2, nachdem ich schon einige Musikstücke damit hören konnte, so gut wie möglich an euch wiederzugeben, zu beschreiben. Auf mich hat der Klang ausbalanciert gewirkt, das heißt klare Höhen, kräftige Bässe. Und was man auch nicht unterschätzen darf, es gibt keine Störgeräusche, die vom Lautsprechergehäuse selbst ausgehen, auch wenn man mal lauter aufdreht. Aber hört doch einfach mal selbst hin. Den Soundtest möchte ich gerne draußen vorführen. Um uns herum sind überall Geräusche, Vogelgezwitscher, da ist ein Fluss. Ich meine, solch ein mobiler Lautsprecher muss ja auch draußen verwendet werden, oder? Gleich im Verlauf des Tests werde ich auch mal den Bassknopf drücken, dann wird die Leistung des Boom 2 von 60 auf 80 Watt erhöht, damit ihr auch hier, soweit es über YouTube möglich ist, einen Unterschied in der Leistung raushören könnt. Okay, ich starte einen Track über Epidemic Sound. Musik
gerade positiv überrascht. Ein wirklich kerniger Sound für solch einen kompakten Lautsprecher. Ich mache nochmal eine andere Art von Musik an für die, die sich vielleicht eher für rockige Tracks interessieren. Start. Für unter 150 Euro bekommt man hier mit dem Boom 2 von Soundcore einiges geboten. Klare Höhen, kräftige Bässe, eine RGB-Lichtshow, wenn man auf sowas steht, einen Lautsprecher, der auch mal bei einer Poolparty mit ins Wasser genommen werden kann und natürlich eine lange Laufzeit dank dem verbauten Akku. Meiner Meinung nach braucht sich der Boom 2 vor teilweise teureren Geräten von JBL und Co. nicht zu verstecken. Und jetzt zu der Verlosung. Ich werde das Ganze in Kombination mit meinem Instagram-Account machen. Ich weiß, hier werden sich jetzt einige vielleicht beschweren und schreiben, ich habe gar kein Instagram, aber leider war es bei der letzten Verlosung so, dass viele Fake-Accounts angelegt worden sind hier auf YouTube und ich kann ja derzeit Leute nur über YouTube-Kommentare kontaktieren und da wurde versucht, ein Produkt abzugreifen, obwohl man selbst nicht ausgelost worden ist. Deswegen in Kombination mit Instagram, dort gibt es private Nachrichten, da habe ich einfach eine bessere Kontrolle. Zunächst, alle Teilnahmebedingungen habe ich unten in der Videobeschreibung aufgezählt. Da könnt ihr nochmal genau nachlesen, was getan werden muss, um teilzunehmen. Dort findet ihr dann auch den Teilnahmeschluss und das Datum, an dem ich dann einen Zuschauer auslosen werde. Was ihr dafür tun müsst, eigentlich nicht so viel. Abonnent meines YouTube-Kanals sein, diesem Video einen Daumen nach oben geben, einen Kommentar hinterlassen, in dem ihr schreibt, warum ihr einen Boom 2 von mir erhalten sollt. Um das Ganze mit Instagram zu connecten, dort ebenfalls meinen Account Reveal-Rabbit abonnieren, habe ich auch nochmal unten mit erwähnt. Dort werde ich parallel mit Release dieses Videos ein Bild vom Boom 2 posten, dieses Bild liken und ebenfalls reinschreiben, warum ihr einen Boom 2 von mir erhalten sollt. Per Zufallsprinzip wird eine Person ausgelost, von mir persönlich angeschrieben über Instagram. Bitte darauf achten, dass es mein offizieller Account ist. Kein Fake-Account ohne Abonnenten, der einfach erstellt worden ist, in dem mein Name, mein Logo oder sonstiges verwendet worden ist. Also da müsst ihr selbst, wenn ihr teilnehmt, auch nochmal unbedingt drauf achten. Und ganz wichtig, falls ihr angeschrieben werdet, ja, du hast gewonnen oder ähnliches, wenn ich das mache mit meinem offiziellen Account, werde ich euch nicht dazu zwingen, irgendwelche Telegram-Kanäle zu abonnieren oder irgendwelche anderen Instagram-Profile oder sonstiges. So viel dazu, meine Freunde. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Ich hoffe, auch diese Produktvorstellung hat euch gefallen. Wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Bis dann. Ciao.